Ja, hallo meine Freunde, willkommen bei The Haunted Gym. Wir haben heute was ganz Besonderes, was wir jetzt auspacken werden hier. Eine Figur, die meine Frau gekauft hat, online. Und dazu möchte ich auch gerne einen Shoutout geben. Scream Store heißt der Online-Shop. Die verkaufen Animatronics aus den USA. Die beste Qualität, die es gibt. Und die Figuren sind halt ausschließlich nur über Scream Store zu erwerben. Und wir haben einige auch davon schon ausgepackt hier auf dem Kanal. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Also die meisten der Figuren, die aus USA sind und die ich auch angesprochen habe, dass die aus den USA sind, sind von Scream Store. Die haben meine Frau und ihre Freundin dort erworben. Also wie gesagt, also von der Qualität das Beste, was es gibt auf dem Markt. Und gleichzeitig ist der Kundenservice sensationell. Also was Besseres an Kundenservice bekommt man nirgends online. Und die Website ist auch super aufgestellt. Werdet ihr auf jeden Fall fündig, wenn ihr auf Animatronics steht. Auch Dekoration zu Halloween etc. ist alles da, was ihr braucht. Also deswegen Shoutout an screamstore.com. Also ist eine der besten Webseiten, die ich euch weiterempfehlen werde. Meine Frau wird da auf jeden Fall weiter einkaufen gehen. Und ich werde jetzt einfach mal dieses Paket hier, das wir heute von Scream Store bekommen haben, auspacken. Ich verlinke auch nochmal alles hier unter dem Video. Einfach draufklicken und einkaufen, meine Freunde. Okay, wir haben hier folgende Figur. Praktisch der Boogeyman, den wir hier haben. 2 Meter groß. Richtig große Figur, die wir hier haben. Die ist sehr besonders. Werdet ihr auch gleich sehen, wenn wir die aufgebaut haben. In diesem Sinne würde ich sagen, legen wir los. Oh, als allererstes, was uns entgegenkommt, sind Gemälde. Sehr gruselige Gemälde. Einige davon, muss man dazu sagen. Also die Gemälde, die wir hier jetzt haben, oben drauf jetzt, die hat meine Frau tatsächlich von Scream Store geschenkt bekommen. Dafür möchten wir uns auch nochmal im Namen meiner Frau und Maria auch bedanken. Also vielen Dank für das Geschenk. Das haben wir jetzt nicht erwartet. Vielen lieben Dank nochmal. Wie gesagt, ein sehr netter Kundendienst, den wir hier haben bei Scream Store. Vor allem der Martin und Sandy antworten immer direkt, egal welche Uhrzeit. Also sind immer da, wenn man irgendwelche Hilfe braucht oder Informationen braucht. Auf jeden Fall vorbeischauen auf der Webseite. Wir verlinken das nochmal unten, dann könnt ihr einfach da draufklicken, meine Freunde. Ja, in diesem Sinne, Dankeschön nochmal für die Gemälde. Sehr gruselig auf jeden Fall. Wir kommen ganz vorne ins Horrorhaus dann, würde ich mal sagen. Direkt am Eingang. So. Okay, dann schauen wir uns mal die Figur an. Also vorne drauf nochmal die Figur, wie sie aussieht, wenn sie aufgebaut worden ist. Auf jeden Fall klasse Figur. Wir wollten auf jeden Fall die Figur schon länger in die Sammlung aufnehmen und diesmal hat es halt geklappt. Meine Frau hat gesagt, wir nehmen sie jetzt einfach, wenn wir beim Halloween-Hausaufbau sind. Die Figur fehlt einfach. Hat sie die Figur einfach erworben. Wir werden es jetzt einfach auspacken und schauen es uns mal dann genauer an. Die Anleitung haben wir hier dabei. Die Anleitung ist auf Englisch und da steht tatsächlich 15 Minuten soll der Aufbau dauern. Also schauen wir mal, ob das so stimmt. Hier haben wir praktisch das Kind, das dann vorne
also später von dem Reaper gehoben wird, also gehalten wird. Das sehen wir dann später nochmal. Und schaut mal, sieht nicht so aus, dass die Szene geputzt hat letzter Zeit. Sehr schön, dass wir auch immer einen deutschen Adapter mit dabei haben. Bei jeder Figur, die man dann bei Scrimstore kauft, hat man auf jeden Fall immer einen deutschen Adapter mit dabei. Sehr wichtig, weil natürlich alle aus den USA kommen. Das wäre jetzt der amerikanische Adapter, den brauchen wir nicht. Also ganz ehrlich, ich habe so meine Zweifel, ob ich das in 15 Minuten hinbekomme. Aber schauen wir mal. Hier nochmal der Kopf. Also es fühlt sich an wie die, also wie die Latexmaske, die oben drauf gespült ist. Sieht echt gut aus. Sehr gruselig auf jeden Fall. Ich habe ihn noch mal kurz umgedreht. Man sieht auch jetzt schon, er ist riesengroß. Wir sind nicht mal fertig. So, und dann haben wir das Meisterwerk aufgebaut. Hat jetzt keine 15 Minuten gedauert, wie auf der Beschreibung, sondern 30 Minuten ungefähr. Sieht aber qualitativ echt top aus, ist er natürlich auch. Ups. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe die mit der Trittmatte jetzt ausgestattet, also dass man drauf tritt und dann wird er aktiviert, aber ich glaube, der Sensor ist glaube noch an. Ja, Top-Marke, Palmer Industries ist das, glaube ich. Hatte schon einige Figuren von der Firma ausgepackt, kann mich nicht beklagen. Natürlich auch aus den USA, wo halt die Animatronics-Figuren hauptsächlich herkommen. Qualitativ ist das sehr gut, finde ich. Ja, sie hat halt die Zähne nicht geputzt, sieht man. Vielleicht auch ein Grund, warum der Reaper sie jetzt geschnappt hat. Ansonsten, also ein riesen Teil ist das. Also ich dachte schon, Michael Myers war riesig. Also ist das um einiges größer als Michael Myers. Also 2,1 Meter groß ist das. Ja, meine Freunde, das war's dann mit dem Unboxing. Eigentlich ist alles gesagt. Was man sagen sollte über die Figur. Die Figur ist einfach Hammer. Einer der besten Figuren in meiner Kollektion. Freue ich mich, dass ich die erworben habe. Nochmal ein großes Shoutout an Scrimstore. Für die schnelle Lieferung, also es war glaube ich ein Tag nach der Bestellung meiner Frau und schon mal das Paket da, also echt super. Pünktlich zum Bau des Halloween-Haus angekommen, also wirklich genial. Figur genial, Service genial, was wünscht man sich mehr? Ja, dann würde ich sagen, das war's dann mit dem Unboxing. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, meine Freunde. Ciao.
jumping for you.